So, ich musste gerade die letzten 2 Minuten nochmal nachspielen. Nach der letzten Aufnahme ist das Spiel abgestürzt. Beziehungsweise ich bin rausgetappt und kam einfach nicht wieder zurück. Und dann hat sich es irgendwann schon automatisch beendet. Also bloß die 3 Ripper nochmal gekillt, die runter den Lurker gekillt und die beiden Steinpflanzen eingesammelt. Alles wie vorher, nichts weiter Dramatisches. Auch gut, dass ich deswegen so oft speichere. Falls halt mal was passiert. Also abgestürzt ist es nicht. Es war wahrscheinlich meine eigene Dummheit, einfach rauszutappen. Hat zwar bisher nichts ausgemacht, aber jetzt das eine Mal schon. So, Oger bleibt, komm mal mit. Heute kommen wir aber endlich mal in Treles an. So, die Sachen wieder. Gut, jetzt haben wir alles. Und ab nach Treles. Marant. Diebeskunst. Wäre nicht schlecht, wenn wir nochmal jemand fähigen finden. Ui, was haben wir denn da unten? Guck mal, da ist ein Oger drin. Ach, guck mal, Teleportstein Drehles. Super. Hey, das ist ja geil. Ich habe ja gesagt, wir gehen nach Redok und besorgen uns da die Rüstung für 30.000, aber die nächstbessere kostet halt nur 20.000 mehr. Oh, Grundstücke, super. Na, du Sack. Hinterlistiger Oger. Naja, komm, wir können dann noch mal ganz kurz in die Höhle hier rein. Da war das schon mal mit dem Teleportstein ein schnelles Unterfangen. Na, traust du dich? Hoffentlich alleine. Jawohl. Komm, zier dich nicht. Das war knapp. Das war, oh. Uiuiui. Habe ich jetzt vor den ersten Oger gespeichert? Ist nämlich bestimmt auch eine Quest, die wir dann direkt abgeben könnten in Treles. Kann ich mir gut vorstellen, dass. Ja. Na, okay, wir sind in der Höhle. Oh, ich war gerade irritiert. Sah gerade für mich so komisch aus nach dem Laden. So, dann halt du. Oh, da sind mindestens noch 2 weitere. Ich lock den erstmal hier raus. Komm mit. Komm, noch ein Stück. Das aber auch so schnell zuschlagen darf, ne? Jetzt. Ah, verdammt. Oh. Der erste war noch okay hier draußen. Der hier macht mir schon wieder ein bisschen mehr Probleme. Ich habe gerade gespeichert, als er auf uns drauf zugerannt kommt. Mal schauen, ob sich das Spiel das gemerkt hat. Nö, doch. Oh, da sind noch 3 sogar. Ich probiere es jetzt noch einmal gegen den, wenn ich dann halt, kommen wir später nochmal wieder. Ich denke auch, wenn wir da eine bessere Rebellenrüstung haben. Vielleicht kann ich den gegen irgendeine Wand wieder drängen. Pass mal auf. Oh. Huch. Ja, nein, komm. Oh. Gott, verdammt mich nochmal. Mist. Mist. Komm, wir gehen erstmal nach Treles. Jetzt reicht's mir. Jetzt wirklich. Hundertprozentig. Ich weiche nicht mehr von meiner Route ab. Verspreche ich. Es sei denn. Nee. So. Bis später. Hinterlistigen Oger. Huch. Na, lieber die Wölfe.
Hatte übrigens, als ich dann neu geladen hatte, nachdem das Spiel abgeschmiert ist, aufgehört mit Regnen. Also deswegen ist jetzt kein Regen gerade da. Warum es aufgehört hat mit Regnen, weiß ich nicht. Weil vorher hat es ja weiter geregnet und nach dem Laden war es halt direkt weg. Aber umso besser. Horch, Kampfmusik? Wahrscheinlich wegen den Ogern da unten in der Höhle, weil ich jetzt drüber gelatscht bin. So, wen haben wir denn hier? Wer will was von uns? Du schon wieder. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass du mir über den Weg läufst, was? Torus, altes Haus. Ich erinnere mich. Dein Name ist Torus. Dich hätte ich hier am wenigsten erwartet. Wie willst du es haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Immer noch sauer wegen der alten Geschichten? Jedes Mal, wenn du auftauchst, bricht alles zusammen. Damit ist jetzt Schluss. Die Orks beherrschen jetzt die Welt. Und auch du wirst dich ihren Regeln beugen oder sterben. Nö. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe, du machst ja wieder die Torwache. Spar dir deinen Spott, du Mistkerl! Ich bin garantiert der einzige Mensch in Myrtana, der es geschafft hat, dass Orks seinen Befehlen gehorchen. Wenn du diesmal wieder vorhast, mir alles kaputt zu machen, dann bringe ich dich um, ist das klar? Läuft. Entspann dich, alles wird gut. Ach, komm mir nicht mehr mit diesem blöden Spruch, verstanden? Du hättest nicht so ein großes Maul, wenn du den hinterlistigen Gesellen des Waldes begegnen würdest. Ich sag dir, wenn die dich zu fassen kriegen, dann machen sie glatt Kleinholz aus dir. Aha. Von welchen hinterlistigen Gesellen sprichst du? In den Höhlen draußen im Wald leben einige Oger. Bis vor einiger Zeit waren sie recht friedlich. Doch jetzt greifen sie alles an, was sich durch ihren Wald bewegt. An deiner Stelle würde ich nicht da rausgehen. Du bist Befehlshaber der Orks? So ist es. Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Trelis. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. Kann ich dir helfen? Mir wäre lieber, du verschwindest einfach wieder. Aber da du mir diesen Gefallen sicher nicht tun wirst, kannst du genauso gut für mich arbeiten. Die Orks lassen sich von dir, einem Menschen, kommandieren? Das beeindruckt dich, was? Die Orks haben die Insel Korinnes eingenommen und uns Menschen auf ihren Galeeren ans Festland gebracht. Wir hatten die Wahl zwischen der Sklaverei oder einem Leben als Kämpfer für die Orks. Ich habe jeden Arena-Kampf in Myrtana gewonnen und mir die Regeln der Orks zu eigen gemacht. Wenn du einmal gelernt hast, wie ein Ork zu denken, kommt der Rest von ganz allein. Erzähl mir mehr über die Stadt Trelis. Trelis ist eine strategisch wichtige Burg der Orks. Wir sind hier nahe der Wüste Varant. Viele Assassinen kommen hier vorbei, wenn sie das Mittelland bereisen. Nirgends wirst du erfahrenere Krieger und wohlhabendere Assassinen in Mittelland finden als hier. Also genau dein Ding. Richtig. Was gibt es auf den Höfen zu tun? Der Bauernhof im Westen hat schon ewig nichts mehr von sich hören lassen. Ich habe einen Spähtrupp losgeschickt, der nachsehen soll, was dort nicht stimmt. Aber auch von ihnen habe ich schon seit Tagen nichts mehr gehört. Sieh mal nach, was da los ist. Wie laufen die Ausgrabungen am Osttempel? Der Aufseher Tempek fordert ständig neue Männer an. Trotzdem bleiben die Lieferungen aus. Damit ist jetzt Schluss. Geh zum Tempel und sag Tempek, dass er endlich liefern soll. Die Ausgrabungen am östlichen Tempel laufen wieder. Das wird aber auch Zeit. Nicht mehr lange und ich bekomme hier Ärger von oben. Hier hast du deinen Sold, Mistkerl. Hehe. Ja, ich denke, wir warten mal noch. Wir gucken mal, was wir hier so in Trelis holen können. Vielleicht können wir uns dann wirklich die bessere Rüstung schon für 70.000 leisten. Wo ist denn die Arena? Da würde ich ganz gern hin. Schau mich nicht so an. Ich weiß selbst, dass ich hier eigentlich nichts verloren habe. Du arbeitest für die Orks? Natürlich.
Oder soll ich mich etwa in den Höhlen verkriechen wie die Rebellen? Ich bin stark und will mich nicht verstecken. Verstehst du? Du bist ein Paladin. Ich war es einmal. Bis wir den Krieg und unsere Runenmagie verloren haben. Heute bin ich nur noch ein Schatten der Vergangenheit. Daran werden auch die großen Pläne der Feuermagier nichts ändern. Du kämpfst gegen dein eigenes Volk. Innos hat uns alle verlassen. Mit der Runenmagie ging auch mein Glaube. Ich werde erst wieder mein Schwert gegen die Unterdrücker erheben, wenn Innos mir die Magie zurückgibt. Von welchen großen Plänen der Feuermagier sprichst du? Einige Magier in Nordmar glauben, einen Weg gefunden zu haben, uns unsere Magie wiederzugeben. Dazu suchen sie diese alten Feuerkelche und lassen sie sich in ihr Kloster bringen. Was weißt du noch von den Feuerkelchen? Gar nichts. Nur, wo sich einer von ihnen befindet. Und wo? In meiner Tasche. Ich habe ihn in dem Gerümpel der vertriebenen Soldaten dieser Burg gefunden. Na, wird nicht klappen. Gib mir den Feuerkelch. Um damit was zu tun? Das, wozu du scheinbar nicht in der Lage bist. Ich denke, da wird bald etwas passieren. In Ordnung. Hier, nimm das Ding. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn du ihn den Feuermagier in Nordmar bringst. Hey, geil. Ich mach erstmal Pause. Hat er uns direkt mit dem Feuerkelch gegeben? Stimmt, Redes war, glaube ich, bloß diese Burg, ne? Und halt rum so ein, zwei Höfer. Kabir. Ich habe Kabir. Gib Acht auf das, was du hier anfasst, Fremder. Nur wenn du Geld hast, werde ich dich in meinem Haus dulden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Gibt's eigentlich noch einen Puff in Gothic 3? Du bist doch nicht nur Händler. Richtig erkannt. Die Orks durchsuchen das ganze Land nach Relikten des alten Volkes. Wir gewähren den Orks freien Zugang zu allen Teilen Varans und unterstützen sie bei ihren Ausgrabungen. Ich kümmere mich darum, dass die Orks ihren Teil der Abmachung einhalten. Wer bist du? Ich bin direkter Abgesandter Varans. Mein Name ist Kabir. Ich handle mit seltenen Kostbarkeiten der Wüste. Wenn du es dir leisten kannst, mache ich aus dir einen mächtigen Mann. Ist dein Geldbeutel leer, ist es besser, du verschwendest nicht meine Zeit. Jeder Segen, aber auch jeder Fluch hat seinen Preis. Zeig mir deine Ware. So, da kann erstmal unser Gerümpel haben, was wir bekommen haben. Was haben wir denn hier? Ein goldener Ring, Schutz vor Feuer, Schutz vor Zerschmettern und Schutz vor Klingen. Dann nehme ich mal einen mit. Schutz vor Energie, altes Wissen plus 5. Oh, nice. 75 Gold bloß. Lebensenergie. Assassinenrüstung, auch nicht schlecht. Resistenz gegen Hitze und Giftresistenz. Feuer, Eis und Energieresistenz oder Abwehr. Ein Assassinenschwert vergiftet. Geil. Kosten das 1200. Ein Assassinenbogen. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? Sieht man nirgendwo, ne? Ich nehme mal ein paar Pfeile mit. Oh, jetzt hat er alle eingepackt. Na, ist egal. Würde nämlich ganz gern Schutz vor Geschossen den ablegen und dafür genau, halt, warte mal, Ausdauer und Zerschmettern. So wollte ich das haben, genau, sehr gut. Wo ist er denn hin? Kabir! Ah. Welche Abmachung habt ihr Assassinen mit den Orks? Wir unterstützen die Orks und sie bezahlen uns dafür. So einfach ist das. Jedoch ist Vak schon seit einigen Tagen mit seinen Zahlungen im Rückstand. Ich kann nicht behaupten, dass ich sonderlich erbaut darüber wäre. Wie viel Gold schuldet Vak dir noch? Eine unvorstellbare Menge Geld, Fremder. Sollte Vak das Geld nicht bald bezahlen, werden wir die Tore Varans für die Orks schließen.
So lange, bis die Orks ihre Schulden beglichen haben. Erzähl mir mehr über die Relikte des alten Volkes. Die Orks sammeln alles, was sie an Artefakten und alten Schriften finden können. Doch ihr größtes Interesse gilt den göttlichen Artefakten. Es heißt, dass das alte Volk einige davon besessen hat. Daher lassen sie die Menschen in den alten Tempeln graben, um sie zu finden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Ich bin ein Geschäftsmann, kein Gelehrter. Die Geheimnisse dieser seltenen Reliquien ist den weltlichen Menschen bisher noch verborgen geblieben. Angeblich sollen sie in der Hand eines Auserwählten der Götter unvorstellbar mächtig sein. Wer weiß das schon? Welche göttlichen Artefakte haben die Orks schon gefunden? Im östlichen Tempel von Trelis gab es angeblich ein solches Artefakt. Gab? Es ist nicht mehr dort. Was macht dich da so sicher? Ganz einfach. Ich weiß, wo es ist. Tatsächlich. Wo befindet sich das göttliche Artefakt aus dem östlichen Tempel? Der Preis für diese Antwort übersteigt die Fähigkeiten deines Geldbeutels, fürchte ich. Was muss ich tun, damit du mir sagst, wie ich in das göttliche Artefakt komme? Ich mache dir einen Vorschlag, Fremder. Du sorgst dafür, dass Vax seinen Teil der Abmachung einhält und ich helfe dir weiter. Ich finde, das ist fair. Wenn du das sagst. Okay, jo. Klingt fair. Pult kann man immer nichts lernen, ne? Das kenne ich schon. Genau, das kennt er nämlich immer schon. Trotzdem. Hier steht nichts Neues. Ah, hab ich mir gedacht. Uninteressant. So, die beiden Pfeifen haben nichts zu melden. Wir müssen immer feste drauf vor. Das ist meine Meinung dazu. Halt! Keinen Schritt weiter! Wessen Gebäude ist das hier? Der Kriegsrat von unserem Herrn. Vak wird hier abgehalten. Morra! Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. 39 Hofpunkte fehlen noch. Oh. Das wird eine Weile dauern. So, was haben wir denn hier? Ein Buchständer, sehr gut. Oh, das alte Wissen müssen wir mal erlernen. Hier steht was über Alchemie. Ah, schön, Alchemie 50, sehr gut. So, warte mal, wir schlucken erstmal das alte Wissen. Altes Wissen, 15 plus 5. So, können wir direkt nochmal ein paar permanente Tränke brauen. Hier Stärke zum Beispiel. Einmal. Okay. Lebenskraft könnten wir zweimal machen. Na, Mana eher nicht. Oder Jagdgeschick. Wir haben... Oh, Goblinbeere brauchen wir dafür. Wir hätten 5, aber nur noch 2 Kronenstücke. So, warte mal. Jagdgeschick 120. Was brauche ich um 130 Jagdgeschick? Für Reptilien die Haut abziehen, das würde ich gerne machen. Deswegen, wir machen jetzt einfach mal Jagdgeschick zweimal. So. Sehr gut. So, 164 Stärke. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Nochmal altes Wissen plus 5, Armpult. Das kenne ich schon. Das kenne ich schon. Gut. Dann halt nicht. Ach halt, ich wollte doch nochmal nach Heil trinken. Gucken, wir haben 36. Okay, wir haben bloß noch 9 Fläschchen, deswegen kann ich da nicht dazu mehr machen. Fehlen mir die Zutaten. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr ganz so viele, seitdem die Gegner sich ein bisschen halt, besser verhalten. Hast du Heiltränke bei dir? Ich brauche Heiltränke. Gib mir alle, die du bei dir hast, sonst gibt's Haue. Halt dein Maul. Habt ihr hier keinen Alchemisten? Genau. Nein, das ist ja das Problem, du Schlaumeier. Willst du uns etwa einen besorgen? Ich gebe dir erstmal einen. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr. Ich hätte ihm auch noch einen Alchemisten zusätzlich gebracht. Können wir vielleicht noch machen. Müssen wir mal schauen.
Warum habt ihr Krieger so wenig Heiltränke? Der schmierige Morra Avogadro war unser Alchemist. Doch seit ein paar Tagen ist er verschwunden. Hat sich aus dem Staub gemacht, das Aas. Keine Ahnung, wo er abgeblieben ist. Aber es wäre besser für ihn, wenn er seinen Arsch wieder ins Labor bewegt. Ah, super. Ich werde Avogadro für dich finden. Nicht nur finden, Morra. Herbringen wirst du ihn, klar? Mal schauen, was er uns anzubieten hat. So, kämpfen brauchen wir von dem, glaube ich, nicht lernen. Halt. Milok! Ey, wir haben doch sein Schwert gefunden in der Ausgrabung.